So, Hallöchen. Ich habe noch mal ein paar Benchmarks gemacht zu meiner neuen GTX 1070. Das letzte Video kam ja ziemlich gut an, aber da wurde bemängelt, dass ich keine 4K und keine 1440p Benchmarks gemacht habe. Ich habe das Problem, dass ich einen Monitor habe, der nur bis Full HD geht. Und jetzt habe ich aber einen Kommentar bekommen, schon vor einer Weile, und da hat einer gesagt, dass man bei der Systemsteuerung bei Nvidia kann man einfach einstellen, dass der Monitor höher skaliert, beziehungsweise der Computer, dass einfach künstlich die Auflösung erzeugt wird, und so kann man dann auch Benchmarks machen mit 1440p und 4K, auch wenn man nur einen Full HD Monitor hat. Und das habe ich jetzt gemacht. Da geht man einfach auf die DSR-Einstellung bei der Systemsteuerung bei Nvidia und dann kann man das einstellen. Und genau das habe ich jetzt gemacht, und zwar bei drei Spielen nochmal, bei Hitman, bei Rainbow Six und bei Battlefield 1, kam jetzt ganz neu raus vor ein paar Tagen, die Beta. Und da habe ich dann auch gleich gedacht, ja komm, wenn jetzt gerade schon das neue Spiel rauskommt, dann ist jetzt der passende Zeitpunkt, mal wieder Benchmarks zu machen. So, jetzt erstmal nochmal mein System. Das steht übrigens auch in der Videobeschreibung. Als Mainboard habe ich ein MSI Z170A Gaming Pro Carbon. Mein Prozessor ist ein i7 6700K, nicht übertaktet. Und die Grafikkarte natürlich die GTX 1070 Golden Sample von GameWorld. Und Arbeitsspeicher habe ich 16 GB Kingston HyperX. So, und jetzt zu den Benchmarks. Da konnte ich leider nicht mehr alle Spiele benchmarken, weil ich die meisten Spiele schon wieder runtergeschmissen habe. Beziehungsweise Far Cry 4 funktioniert irgendwie immer noch nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Irgendwie geht meine Grafikkarte nicht richtig. Ich weiß nicht warum. Aber die Lüfter gehen immer an. Also die taktet irgendwie nicht hoch. Die bleibt irgendwie im, wie sagt man das, im Idle, im normalen Takt. So, dann Hitman. Bei Hitman hatten wir bei Full HD 94 FPS. 1440p haben wir 72 FPS und bei 4K haben wir 42 FPS. Alles auf Ultra eingestellt. Dann bei Rainbow Six, da hatten wir bei Full HD 179 FPS, bei 1440p 115 FPS und bei 4K sind es dann 59 FPS. Dann Battlefield 1, die Beta, das richtige Spiel ist ja noch nicht draußen. Vielleicht ändern die noch was an der Leistung, vielleicht optimieren sie noch was. Kann ja sein. Da habe ich bei Full HD 123 FPS, bei 1440p 81 FPS und bei 4K 45 FPS. Bei allen drei Spielen natürlich alles auf Ultra Preset gestellt. Bei den neueren Spielen, bei Hitman und bei Battlefield jetzt zum Beispiel auch, kann man ja auch noch das Super Sampling aktivieren. Da kann man die Auflösung dann auch noch künstlich hochdrehen ein bisschen. Habe ich auch noch ein bisschen ausprobiert. Und da bekomme ich dann bei Full HD mit Super Sampling auf 100%, bekomme ich dann auch noch gut spielbare 40, 50 FPS. Also gerade noch so im spielbaren Bereich. Spiele sie dann gleich ein bisschen schärfer aus. Also man sieht deutlich einen Unterschied, finde ich. Und ja, das kann man ruhig noch ein bisschen hochmachen, wenn man nur auf Full HD spielt. Mit dieser Grafikkarte geht es gut. Die hat genug Power. Und das Spiel sieht einfach nur klasse aus. Also Battlefield 1, einfach nur klasse, finde ich. Die Grafik einfach nur top und das Spielerlebnis ist einfach nur geil. Lustige Momente wieder, das richtig gute Battlefield-Momente. Einfach nur gutes Spielgefühl. Das Spielerlebnis ist geil. Und da muss ich DICE loben, das haben sie einfach super gemacht. Ich konnte es am Anfang gar nicht spielen. Irgendwie wollte das Spiel einfach bei mir nicht starten. Ich konnte nicht auf den Server. Warum auch immer, irgendwie kam dann irgendwie so ein Verbindungsfehler. Und aber jetzt ging es dann, habe es dann jetzt schon, keine Ahnung wie viel, 3, 4, 5 Stunden gespielt. Ein bisschen was aufgenommen. Seht ihr im Hintergrund ein bisschen. Und einfach nur klasse das Spiel. Ich habe jetzt am Anfang auch gar nichts bemängelt und habe jetzt auch gar nichts gemerkt, was man eigentlich noch besser machen könnte. Also ich finde es einfach nur geil. Das Erste Weltkrieg-Setting finde ich super. Mal was Neues, nicht immer das Gleiche. Das andere ist ja schon ausgelutscht. Und ja, wie gesagt, ich würde jetzt erstmal gar nichts verbessern. Ein paar kleine Sachen sind halt noch. Die Panzer sind, finde ich, ein bisschen stark vielleicht, aber das wird sich ja noch rausstellen. Das kann man jetzt noch nicht wirklich sagen nach ein paar Spielstunden. Und Handgranaten kann man sofort wieder aufheben. Also wenn man Support ist, einfach mal so ein Munitionspäckchen hinschmeißen, dann hat man gleich wieder eine Handgranate. Da gibt es wahrscheinlich wieder Granatenspam, also das ist schon vielleicht noch ein kleines Problem. Aber es sind ein paar Feinheiten, die kann man ja noch patchen. Aber was ich jetzt, was mir Angst macht, ist, dass die, wie bei vielen Spielen, dass die dann irgendwann mal wieder irgendwie Patches raushauen und
neue Sachen einführen ins Spiel und dann noch ein bisschen Balancing betreiben und somit dann das ganze Spiel wieder zerstören. Das haben sie ja öfter mal gemacht. Battlefield 4 fand ich am Anfang irgendwie viel besser, viel angenehmer zu spielen. Zwar war der Netcode und alles noch nicht so gut, war alles noch ziemlich scheiße von der Trefferkennung und so weiter, aber ich finde, das Balancing war einfach besser und ich hoffe, das machen sie jetzt bei Battlefield 1 nicht auch kaputt, dass sie dann wieder irgendwie Waffen patchen, nerven, bis in Vergessenheit patchen. Das ist dann immer richtig scheiße. Also ich finde Battlefield 4, das haben sie jetzt so oft gepatcht, dass es im Endeffekt gar keinen Spaß mehr macht. Also irgendwie, Battlefield 4 hat am Anfang, finde ich, spielerisch mehr Spaß gemacht. Auch wenn jetzt der Netcode viel besser ist, aber es liegt dann am Balancing. Und bei Rainbow Six haben sie es ja auch so blöd gemacht mit ihren Wallhacks, die sie einbauen, mit Carvera, mit dem Verhör, dass man dann einen schönen Wallhack hat für 10 Sekunden. Und Puls, den sie dann der dann so einen Buff kriegt, dass er so einen mega Wallhack bekommt. Und Blackbeard, der Idiot, der sich das ausgedacht hat, Blackbeard, der gehört eigentlich gefeuert, weil das ist die dümmste Idee, dass man einen Operator einführt, der ein Schild direkt vorm Gesicht hat. Er weiß ja genau, okay, er hat ein Schild vorm Gesicht, er kann sich jetzt da hinhocken, dass man nur das Gesicht sieht. Und dann kann er alle gemütlich abballern und wird selber nicht getroffen. Ich bin so oft gestorben durch den blöden Blackbeard, weil ich 10-mal ins Gesicht geschossen habe, aber nichts ist passiert. Ja, das ist nur ein kleiner Exkurs. Ansonsten Battlefield 1, einfach nur klasse, top, Grafik top, Spielerlebnis bis jetzt auch top, also einfach nur klasse. Und ich hoffe mal, es bleibt auch so gut. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Jetzt noch ein bisschen Battlefield 4, Battlefield 1 im Hintergrund, sorry. Ein bisschen Battlefield 1 im Hintergrund. Viel Spaß, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder im nächsten Video. Tschüss. There's an enemy armored car. Charges set. Charges already. What? Nein, er schmeißt den Panzer um! Dann ist der Panzer auf dem Kopf. Glaubt das. We have lost objective Charlie. Ja, der Panzer! Weil der Panzer aufstellt, Tom! Uff! Der Panzer. Ja, Panzer. We have taken objective apples. Throwing a grenade, watch it! Nein! Scheiße! We've lost objective apples.
Aus Alarm. Gut. We have taken objective Freddy. Von hinten, Chris. Yes. Haben den Spaten gekillt. Schießen die von... Auf jetzt, Leute. Zack! Voll in die Fresse! Leute, Panzer sind overpowered. Der leichte Panzer ist viel besser als die schweren. 26-0 läuft. Der Gegner hat 23.000 Punkte.